So, nächste Folge, weiter geht's. Die nächste Polizeistation steht jetzt an. Wieder ausgerüstet mit unserer Plasmawaffe, weil wir jetzt gerade so viel Spaß mit der haben. Bei dickeren Gegnern nehme ich natürlich auch gerne mal wieder die Schrotflinte. Oh, da steht jemand. Wow, eine Pappfigur. Schlanker Geselle. Ein Wecker, den nehmen wir. Aufgepasst. Nick. Kannst du das Terminal entsperren? Na klar doch. Dankeschön. Telefon nehmen wir. Oh, guck mal, Benzinkanister. Weil da ist Aluminium drin. Können wir hier brauchen. Er steckt einen Wecker in eine Waffenkiste. Okay, Whisky, Kochplatte. Hier ist ein Terminal. Da lesen wir mal durch, was da steht. Wir sind ja nach wie vor auf der Suche. Wow. Wir sind ja nach wie vor auf der Suche noch nach den Holobändern. Oh, da ist ja Winters Holoband-Aufzeichnung. Okay, hier steht Objekt 1. Ist klar, das ist nur so ein. Okay. Keine interne Untersuchung seit Datei nicht. Schwerer Kraftfahrzeugdiebstahl. Okay. Beweismittel Nico 00, Objekt 01. Set Fingerabdrücke. Passend zu Fingerabdrücke der Verdächtigen Nicole Connelly am Fahrzeug genommen. Status in der Asservatenkammer des Polizeireviers Südboston, Schrank B02. Beweismittel Nico 01. Objekt 1, Fahrzeugbrief ausgestellt auf Nicole Connelly. Status in Asservatenkammer des Polizeireviers Südboston, Schrank B02. Hinweis: Kontaktaufnahme mit Miss Connolly wegen des Diebstahls war nicht erfolgreich. Werden es am Blablabla erneuern. Winters Holoband-Aufzeichnung 0305. Alles klar, hier sind Hinweise, wo die nächsten sind. Cardens Aufzeichnung, vorsätzliche Gefährdung. Beweismittel, hey, Karl, bla bla bla. Und so geht man Miss Caldwell. So geht man Miss Caldwell. Alles klar. Ist uns zu spät. Fall, bla bla bla. Ist, wenn hier keine Gewaltanwendung mit Körperverletzung. Das sind ja nur Berichte und so und alles. Band 01 mit Aufzeichnung der Überwachungskamera aus der Sparkasse. Die haben da auch eine Sparkasse, ist ja ein Ding. In der Asservatenkammer des Polizeireviers Südboston, Schrank E14. Objekt 10 mm Pistole gefunden beim Verdächtigen in der Asservatenkammer des Polizeireviers Südboston. Eine Gasmaske gefunden beim Verdächtigen. Status in der Überwachungskamera, bla bla bla, alles klar. Fall, Gradens Aufzeichnung, Mord. Fotosammlung am Tatort aufgenommen. Also Wartenkammer JJ7, bla bla. Ein Bericht über Blutspritzer, ein Baseballschläger, Swatter, limitierte Edition. Alles klar. Steht da sonst irgendwas? Nö. War also nicht weiter. Die Thermalgrafikkarte. Tür Also ist nein. fest verschlossen, aber haben Sie ein Fenster offen gelassen? Das ist die Frage. Ich war mir sicher, dass das funktionieren würde. Der ist ja immer noch dabei. Versuchen wir es eben auf andere Weise. Na, also. Was haben wir jetzt noch einen die Winters-Holoband gekriegt? Nö, wir haben immer noch nur nach wie vor 1, 2 und 9. Wow, was die alles in der Zelle versteckt haben. Eine Kampfflinte so, ja. Gucken wir mal in die Räumlichkeit. Hier finden wir Daddy-O. Okay. Aber hier müssen doch Feinde sein. Sag ich doch.
Warum führt ein Mischlingshund eigentlich eine Babyrasse? Haha, lustig. Handschellen, Rattengift. Hier ist eine Haarklammerbox. Das ist wahrscheinlich der Verhörraum, Nebenraum. So, dann haben wir hier noch einen Tischventilator und nix. Hier ist noch eine 10mm Pistole, okay. Und hier ist ein toter Raider. Hallo, toter Raider. Er hat sonst nix. Gucken wir nochmal hier. Hier ist ein Holoband. Eddie Winters Holoband. Wiedergabe. Nachricht an Buster Connolly. Das war ein schöner Beitrag, den Sie da über den Bau der Einschienenbahn geschrieben haben. Himmlischer Highway, mörderische Mäzene, nett. Aber ich glaube, Sie überschätzen das organisierte Verbrechen etwas. Die Bostoner Familien, die sich zusammentun, um ein öffentliches Bauprojekt zu finanzieren? Also bitte. Ganz offensichtlich haben Sie noch nie mit diesen Typen zu Abend gegessen. Sie können sich kaum auf eine Vorspeise einigen. Und wenn es ans Bezahlen geht, schauen alle immer woanders hin. Die Bosse hatten ihre Finger im Honigtopf, das stimmt. Aber nicht so tief, wie Sie uns ihr Glauben machen wollen. Eines aber haben Sie richtig dargestellt. Sicherheitsinspektorin Alice Lenski wurde umgebracht. Aber Sie werden sie nie finden, weil nichts von ihr übrig ist. Nachdem er ihr mit einem großen Schraubenschlüssel den Schädel eingeschlagen hatte, hat Vinnie, der irre Vannucci, ihre Leiche in einem Fass mit Salzsäure aufgelöst. Also schreiben Sie Ihren Folgeartikel. Dann informieren Sie ruhig die Bullen darüber, dass die Mordwaffe an der Wand über Vannuccis Garage. Sieh mal, was du tun kannst. In der Prince Street 4. Ist wahrscheinlich nur wieder wegen den Protektoren. Okay. Naja, lassen wir mal doch. Gut. Schauen wir uns weiter um. Hier gibt es ja wieder irgendwelche neuen Kartenmarkierungen. Und es ist schon dunkel draußen, okay. Gucken wir mal auf der Karte. Gucken wir mal. Trainingslager, Nationalgarde. Wo waren wir jetzt hier? Auf solche Zeichen müssen wir achten, okay. Polizeirevier Cambridge, da waren wir schon gewesen. Polizeirevier Quincy. Da werden wir uns wahrscheinlich als nächstes hintrauen. Aber hier war jetzt kein Polizeirevier, wa? Okay, da ist noch eins. Sheriff Dean Snaven. Die ist eigentlich am nächsten, so ja. Von einem in der Nähe schon ausgekundschafteten. Ja, hier wollen wir dahin. Gucken wir mal, ob wir da nicht noch weiter was finden. Aber ich werde natürlich jetzt die nicht alle Suchaktionen für die Holobänder halt aufnehmen. Ich werde welche natürlich AFK setzen. Ich werde aber eine Folge dafür finden, mal die ganzen Zahlen aufzuschreiben und alle Eddie Winter Holobänder nacheinander mal abzuspielen. Sheriff Dienststelle Nathan. Das wird wahrscheinlich ein ganz schneller Ritt hier. Oi. Der schmiert da sowieso gleich wieder ab. Gut. Wir gucken uns aber trotzdem erstmal hier um.
Und zwar weiter auf der Suche nach Ruderbändern. Sheriff-Dienststelle Nathan. Okay, nehmen wir uns den mal vor. Fall. Ah, Eddie Winters Ruderband-Aufzeichnung. Ruderband 05 in der Savatenkammer Polizeiservice Nathan. Das muss doch hier irgendwo sein, denn. Aber hier muss doch irgendwo noch ein anderes Band sein. Rattengift. Klar. Handschellen, Ordner. Wieder kein Holoband. Oi. Das ist auch komisch gerade. Okay, die die haben hier Action. Der Ventilator, Kronkorken. Spielzeugauto. Und damit ist dann der nächste Wordy Bird abgeschmiert. Für ältester Maxen. Hey! Kann ich den nicht ansprechen? Na gut. Will nicht jeder mit mir reden. Ich hab ja schon verstanden. Hier muss da irgendwo ein Holoband sein, was die nicht mehr brauchen. Da. Da ist eins. Und noch ein Kronkorkenvorrat. So, dann war's das auch wieder hier, wa? Jetzt kommt das Telefon schon wieder. Gut. Blöd. Ganz blöd. Wer ruft denn jetzt schon wieder an hier? Ich sollte mir vielleicht mal angewöhnen, wirklich das Handy bei Aufnahmen auszumachen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Hört ihr gleich auf. Gut, danke. Stellen wir doch mal aus, weil wir ja lustig drauf sind. Und zwar. Ja, halt's Maul. So. Tut mir leid, aber ich kann jetzt gerade nicht. Ich bin gerade in der Aufnahme. So, jetzt haben wir aber natürlich das nächste Holoband. Was war das jetzt? War jetzt 5 war das, glaube ich. Ja. Jetzt haben wir 1, 2, 5, 7 und 9. Nachricht an Sal Pasconi. Wir beide müssen reden. Über Danvers, über diese Montrano-Scheiße, über alles. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Versuch, die Beziehung zwischen North End und South End zu verbessern, gründlich gescheitert ist. Ich übernehme natürlich die Verantwortung für das Verhalten meiner Jungs. Ich erwarte das Gleiche von diesem Volltrottel Montrano. Aber was war das mit Danvers? Ich weiß kaum, was ich sagen soll. Deine Leute haben den Laden in ein Schlachthaus verwandelt. Diese Leute sind tot, weil du den Befehl dazu gegeben hast, nicht ich. Und für das Ganze gab es für mich keinen Grund. Also treffen wir uns. Nur wir zwei. Reden wir darüber. Nenn mir einfach einen Ort und eine Uhrzeit. Eddie Winter. Ende der Aufnahme. Okay. Klingt, als hätte der ein erholsames Leben gehabt. Er soll aber noch leben angeblich, deswegen, nehmen wir aber die Waffen mit, weil die brauchen sie ja nicht mehr. Sind da irgendwelche anderen Leichen? Sekunde mal, hier waren wir doch gerade erst. Boston Bugle, okay. Oder Boston Beagle, ich weiß nicht, wie man den noch ausspricht. Hier ist der Heli abgeschmiert. Und Überlebende sehen auch ganz schlecht aus.
Na gut. Ich würde sagen, das soll es erstmal sein. Ich werde mir dann mal ohne Aufnahme weiter mal auf die Suche nach den Holobändern machen. Weil es klingt schon echt interessant da für Niki halt diese Holobänder zu sammeln und dann halt herauszufinden, ob der Typ da wirklich noch lebt oder eher nicht. Deswegen diesmal wieder eine 15 bzw. 16 bis 17 minütige Folge. Und dann machen wir einen Sprung. Und dann sehen wir vielleicht so ja, ob wir diesen Eddie Winters nochmal treffen. Ja. Hoi. Die Treppe ist fehlerhaft gesetzt, oder? Wo ist das Dach runtergekommen? Sieht nämlich nicht danach aus. Na gut. Lasst euch bitte bis zum nächsten Mal und haut rein. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich alle Holobänder habe. Ciao, ciao.